Mittlerweile klingen die Mikrofone von Smartphones richtig gut. Manchmal sogar besser als das alte Headset, was du vielleicht an deinem PC angebunden hast. Oder du hast vielleicht gar kein Mikrofon, um ein richtiges Online-Meeting an deinem PC zu machen. Deswegen erkläre ich dir in diesem Video, wie es möglich ist, dein Smartphone als Mikrofon für deinen PC zu benutzen. Das kannst du dann in einem Skype-Call, in einem Zoom-Meeting oder für eine Sprachaufnahme verwenden. Und es ist mit einer App ganz einfach gelöst. Und dafür wechsle zunächst einmal auf den PC. Hier auf dem PC benötigst du die Software WoMic. WoMic, das stellt die Verbindung her zwischen deinem Smartphone, egal ob Android- oder iOS-Gerät, und deinem Computer. Du brauchst dafür zwei Dinge und gehst dafür erstmal in die Sektion Download. Hier bei Download siehst du, dass du zunächst einmal aufgefordert wirst, die App auf deinem PC zu installieren. Und um das zu tun, bin ich jetzt hier auf meinem Smartphone und hier kann ich jetzt ganz einfach auf Öffnen klicken, denn ich habe mir die App gerade mal schon mal heruntergeladen und jetzt müsste ich sie wieder mit dem PC verbinden. Ich möchte in dem Fall keine möglichst wenig Werbung sehen, stimme hier zu, denn die App ist natürlich kostenlos, dadurch, dass sie eben auch mit Werbung gefüllt ist. Jetzt wechsle ich zurück auf meine PC-Ansicht und hier habe ich dann die Möglichkeit, VZ OneTime auf meinem PC zu installieren. Dafür installiere ich mir das Ganze. Ich klicke hier auf den Download-Link und klicke dann auf die Exe-Datei und führe sie mir aus. Dann muss ich noch den Bedingungen des Lizenzvertrages zustimmen und auf Installieren klicken. Im nächsten Schritt klicke ich hier unten bei Install Client and Driver on PC und lade mir den WoMic Installer for Windows herunter. Dieses Programm führe ich mir jetzt einmal aus und klicke dann auf OK. Bei der Sprache kannst du Englisch auswählen, OK und dann auf Next. Und jetzt muss in dem Fall nicht unbedingt ein Desktop-Shortcut angelegt werden. Wichtig ist, dass du den richtigen Treiber auswählst. Der ist hier vorausgewählt, je nachdem welches System du hast. Und dann klickst du einfach noch auf Installieren. Es startet sich der Installationsprozess und jetzt benötigt es einen Neustart deines PCs. Ich habe nun meinen PC neu gestartet und nun öffne ich wieder die WoMic Client App. Dafür gehe ich einfach in die Suche und gebe mal WoMic Client Mic ein. Hier in diesem Tool gibt es nun verschiedene Möglichkeiten zur Verbindung. Die findest du, wenn du auf Connection und Connect klickst. Nutzt du ein Android-Smartphone, dann stehen dir all diese Möglichkeiten Bluetooth, USB, Wi-Fi und Wi-Fi Direct zur Verfügung. Nutzt du ein iPhone hingegen, dann musst du die Wi-Fi-Variante wählen. Wi-Fi ist hier eine gute Wahl und jetzt musst du sicherstellen, dass sowohl dein Smartphone als auch dein PC sich in genau demselben WLAN-Netzwerk über denselben Router verbunden haben. Das muss der Fall sein und dann gehst du in die WoMic App und hier muss nun als Verbindungstechnologie Wi-Fi hinterlegt sein. Das kannst du auch wechseln, wenn du auf die drei Punkte gehst, dann auf Settings und dann unter Transport muss Wi-Fi ausgewählt sein, wenn du das als Technologie benutzen möchtest. Du kannst aber auch mit Bluetooth arbeiten, hier hatte ich allerdings ein bisschen mehr Verzögerung als in der Wi-Fi-Option, auch eine Verbindung über ein USB-Kabel ist möglich. Ich habe Wi-Fi ausgewählt und jetzt starte ich mir den Server, in dem Sinne, dass ich auf das Dreieck drücke und jetzt muss hier Waiting for Connection auf dem Smartphone stehen. Und ich sehe daneben ja unter Wi-Fi noch eine IP-Adresse und die trage ich mir jetzt hier Schritt für Schritt ein. Also übertrage ich sie und das geht nur in die erste Zeile, denn in der zweiten Zeile steht der Port. Verwende also nicht das, was in der zweiten Zeile steht. Du kannst diesen Port auch nochmal ändern. Wenn du in die Settings gehst, dann siehst du, was der Port und was die IP-Adresse ist. Die hat in dem Fall bei mir genau 3 Punkte und 4 Abschnitte. Und dann klicke ich jetzt auf Connect und dann dauert es einen kurzen Moment und ich sehe auf der App Connected und im WoMic Client ebenfalls, dass die Connection stabil läuft. Ich kann mir jetzt direkt unter Options über Play and Speaker auswählen, dass ich das, was ich am Smartphone in das Mikrofon spreche, auch direkt über die Lautsprecher meines PCs abspiele. Viel sinnvoller ist aber natürlich der Anwendungszweck, wo du dein Mikrofon dann tatsächlich im PC auswählst. Dafür ist jetzt wichtig, dass du auch dieses Treiber-Tool installiert hast, was wir ganz am Anfang hatten. Und ich gehe einmal in die Einstellungen und dort unter System und dann Sound, denn hier finde ich bei den Eingabegeräten mittlerweile auch eine zusätzliche Möglichkeit und das ist das WoMic Device. Das WoMic Device, das ist sozusagen das virtuelle Mikrofon, hier in dem Sinne mein Smartphone. Wenn ich jetzt in einem Meeting bin, wie beispielsweise in einem Google Meeting, dann kann ich hier über weitere Optionen und Einstellungen ganz einfach bei Mikrofon das WoDevice als Quelle auswählen. Und wenn ich jetzt in mein Smartphone spreche, dann würde ich hier
hier diesen Mikrofonton bekommen und hätte eine einwandfreie Übertragung. Du kannst dich auch in der App muten, einfach auf den durchgestrichenen Speaker-Symbol drücken und dann ist das Ganze gemutet oder die Verbindung auflösen, wenn du auf das Quadrat klickst. Sollte es allerdings dazu kommen, dass du dein Gerät hier nicht siehst, geh einmal in den Gerätemanager, dafür einfach Gerätemanager eingeben und dann siehst du im Bereich Audio, Video und Game Controller dein WO-Mic-Device. Und wenn es nicht funktioniert, dann kannst du das Gerät auch einmal deaktivieren und dann wieder aktivieren. Das ist mit einem Neustart deines Computers verbunden, aber es kann dir helfen, wenn hier das Device noch nicht richtig erkannt wurde. Auch hier lassen sich Treiber aktualisieren und das Gerät noch einmal deinstallieren und neu installieren. Ich hoffe, dass die Verbindung zu deinem Handy erfolgreich war und du es in der Liste der Mikrofone auswählen konntest. Nun aber viel Erfolg beim Nutzen deines Smartphones als Mikrofon und in diesem Video noch ganz kurz erklärt, wie du dein Smartphone auch als Webcam verwenden kannst. Für weitere kompakte Technik-Tutorials abonniere doch gern Tutorial Center.